Jetzt am Wort ist Tanja Graf von der ÖVP. Ja, meine Vorredner haben ja bereits die wichtigsten steuerlichen Maßnahmen des Covid-19-Pakets erwähnt. Die Maßnahmen decken dabei vielseitige Bereiche ab. Und ich möchte aber auf drei wesentliche Bereiche noch mal kurz eingehen. Das erste sind die Steuerstundungen. Hier können die Betriebe eine Stundung der Abgabenpflicht beantragen. Ein ganz wesentlicher Beitrag, gerade jetzt zu dieser Zeit. Auch die Rückzahlungen von Gutschriften können trotz einer beantragten Stundung beantragt werden. Und Betriebe, die jetzt bereits in einem Auszahlungsmodell der Ratenzahlung sind, können für den Zeitraum von 22. November 2021 bis 31. Jänner 2022 von den Stundungszinsen befreit werden. Der zweite wesentliche Bereich sind die Arbeitsplatzpauschalen für Selbstständige im Jahr 2022. Das ist eine langjährige Forderung des Wirtschaftsbundes. Und da hat es der Kollege Kopp schon erwähnt, bis dato konnten Selbstständige nur einheitliche Wohneinheiten als Arbeitsplatz abschreiben. Nun ist aber die Arbeitswelt, wie wir sie heute kennen, und die Tatsache, dass wir inzwischen sehr viel zu Hause verbringen, an Zeit Realität geworden. Und oft wird der Küchentisch oder der Essplatz sozusagen unser Arbeitsplatz. Und daher werden wir hier die teilweise betriebliche Nutzung der Wohnung entsprechend für Betriebsausgaben geltend machen können. Der dritte wesentliche Bereich sind die steuerfreien Weihnachtsgutscheine für Arbeitnehmer. Ein Highlight in jedem Jahr ist eigentlich im Betrieb die Weihnachtsfeier. Wir haben es letztes Jahr leider nicht machen können, heuer werden sie auch leider ausfallen. Und hier bieten wir die Möglichkeit, um die Wertschätzung unseren Mitarbeitern auch zu zeigen, dass wir hier steuerfrei 365 Euro statt der Weihnachtsfeier zur Auszahlung bringen können. Es ersetzt zwar nicht die Weihnachtsfeier, das ist immer so ein Ritual in den Betrieben, wo man sich auch näher kennenlernt, aber es kommt einer Wertschätzung sehr nahe. Und diese Wertschätzung möchten wir unseren Mitarbeitern noch weiter erweitern und bringen daher einen steuerfreien Corona-Prämie. Wir letztes Jahr möchten wir verstärkt einbringen und daher bringe ich einen Abänderungsantrag ein der Abgeordneten Karl-Heinz Kopf, Magister Dr. Jakob Schwarz, Kollegen und Kolleginnen zum Antrag 280a. Der Nationalrat wolle in der zweiten Lesung beschließen. Der oben bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 wird wie folgt geändert. 1 nach Ziffer 2 wird folgende Ziffer 2a eingefügt. 2a Paragraph 17 wird wie folgt geändert. A in Absatz 1 werden nach der Wortfolge Beiträge im Sinne des Paragraphs 4 Absatz 4 Ziffer 1 ein Beistrich sowie die Wortfolge das Arbeitsplatzpauschale gemäß Paragraph 4 Absatz 4 Z8 eingefügt. B in Absatz 3a werden nach der Wortfolge Beiträge gemäß Paragraph 4 Absatz 4 Ziffer 1 ein Beistrich sowie die Wortfolge das Arbeitsplatzpauschale gemäß Paragraph 4 Absatz 4 Ziffer 8 eingefügt. Zweitens Ziffer 4 Paragraph 124b wird wie folgt geändert. A. Die Novellierungsanordnung B erhält die Bezeichnung C und es wird die Wortfolge Ziffer 377 und 378 durch die Wortfolge Ziffer 377 bis 382 ersetzt. B. Nach der Novellierungsanordnung A wird folgende Novellierungsanordnung B eingefügt. B. In Ziffer 350 Lit A wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt. Ebenso sind derartige Zulagen und Bonuszahlungen, die bis Februar 2022 für das Kalenderjahr 2021 geleistet werden, bis 3.000 Euro steuerfrei. C, Ziffer 378 lautet 378 Paragraph 4 Absatz 4 Ziffer 8 und Paragraph 18 Absatz 1 und 3a in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGB 1 Nummer da steht keine Nummer, 2021, sind erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 anzuwenden. Vielen Dank. Auch Tanja Graf von der ÖVP spricht wie bereits einige ihrer Vorrednerinnen und Vorredner über die Steuerbefreiung im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Weihnachtsfeier sei in vielen Betrieben das Highlight des Jahres. Nun könnte sie vielerorts schon zum zweiten Mal nicht stattfinden. Um die Wertschätzung gegenüber MitarbeiterInnen zu zeigen, gibt es wieder die Möglichkeit steuerfreier Weihnachtsgutscheine.